Hier haben wir unseren Aubergine. Das lassen wir im Ofen, also etwa 30, 20 Minuten. Und machen wir so ein Löcher, dann damit die Aubergine geht nicht platt. Jetzt lassen wir unsere Aubergine im Ofen von 220 Grad. Und jetzt kontrollieren wir unsere Aubergine. Ich glaube, es ist schon fertig. Und ja, super. So, was wir brauchen, das haut natürlich nicht. Das ist ganz schön heiß. Müssen wir das Fleisch auch kontrollieren jetzt. Das Feuer runterstellen. Dann machen wir die Aubergine noch weiter. Und dann machen wir jetzt Aubergine klein. Klein schneiden so, mit der Soße. Und nehmen wir etwa Butter. Und jetzt etwa Mehl. Etwa braten, bis die Farbe ein bisschen braun wird. Und jetzt kommt die Aubergine rein. Und dann ein bisschen Käse. Also das machen wir auch mit Gouda. Bisschen noch Milch und Pfeffer und etwa Salz. So, unsere Soße ist auch schon fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.